Dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Rollenspielprojekt, und zwar Dragon Quest 7 Fragmente der Vergangenheit. Aktuell ist es gerade doch laut, ich mache es jetzt ein bisschen hier leise. Ja, einige würden sich jetzt bestimmt fragen, was ist hier los? Du hast es doch schon gestartet, das Let's Play? Ja. Aber ich erkläre es euch gleich nochmal. Und für alle, die jetzt neu eingeschaltet haben, willkommen zu meinem Let's Play von Dragon Quest 7. Und wenn euch das Projekt gefallen sollte, dann könnt ihr mich gerne unterstützen. Per Kommentare, per Abonnent, per ja, per Likes. So war das, was man als Unterstützer machen sollte, damit der YouTuber sich auch freuen kann. So, ich beginne nochmal neu. Und zwar werde ich die Gründe nachher nochmal erklären. So, wir machen das nochmal. Und ich werde es gleich ein bisschen leiser stellen, ich weiß. Keine Panik, das kommt alles gleich im Spiel. Momentan habe ich hier noch keine Einstellung. So. Einmal bitte das anlegen und nochmal. Also Dennis, du weißt ja, was Sache ist. Du darfst keinen davon erzählen, was wir hier treiben, klar? Okay. Wenn irgendjemand im Schloss wüsste, dass wir uns hierher schleichen, könnten wir uns auf was gefasst machen. Nicht, dass ich Angst hätte oder so. Aber was die Insel angeht, gibt es Dinge, die man uns vorenthalten will. Und ich muss die Wahrheit herausfinden. Wir sollten also glauben, dass es in der ganzen Welt nur diese Insel hier gibt. Ha! Ein Haufen Bockmess ist das. Wenn du weißt, und du weißt genau, dass ich das Recht habe. Also, so wie immer, lass uns den Stein wieder dahin schieben, wo er hingehört. Und dann ab nach Hause. Auf drei. Eins. Zwei. Schieb! Es bleibt also dabei, was? Du willst mir immer noch nicht erzählen, was dem Schädel führt. Ja, ich will dir nichts erzählen. Naja, eigentlich ist es mir auch egal. Ich bin es leid, dich dauernd danach zu fragen. Aber eins sage ich dir. Ausgestanden ist die Sache noch nicht. Ich werde herausfinden, was ihr beide vorhabt. Und sobald ich es weiß, werde ich es jedem erzählen. Ha! Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Morgen findet ja das Fischerfest statt. Ich sollte besser nach Hause und ins Bett gehen. Und du auch. Das Fest findet nur einmal im Jahr statt, wie du weißt. Also, bis morgen, Herr Geheimniskrämer.
So, jetzt können wir unseren Charakter steuern und erstmal ein paar Sachen. Und zwar, ja, ich bin mit der Qualität, die ich euch die ersten 5 Parts geboten hatte, nicht zufrieden. Denn ich habe es aufgenommen und festgestellt, durch mein Bearbeitungsprogramm funktionierte es mit den Rändern nicht so gut und mein Rechner stürzte ab und dann musste ich mir was anderes einfallen lassen. Nur durch eine einzige Sache. Denn, ihr seht das nicht, ich habe ganz viele schwarze Ränder und die habe ich dann halt weggemacht. Also versucht mit einem Tool. Und das ist extrem, ein extrem Problem. Ja, und die Musik war auch ein wenig zu laut. Ich guck mal, ob es auf 4 oder auf 3 sogar dann besser ist. Ich muss dann gleich mal gucken. So, Kampf lassen wir auf schnell wieder. Kameragelände. Weiß ich noch nicht. Lasse ich auf Typ 1 und Effektlautstärke. Mache ich jetzt einfach alles mal ein runter. Werde ich gleich nochmal herausfinden, wie laut das dann ist. Und dadurch ging halt mein Commentary unter. Vielen Dank dafür und aus diesen ganzen Gründen wollte ich das auf jeden Fall nochmal neu machen, denn ihr habt es wahrscheinlich auch gesehen, ihr habt zwar nichts geschrieben, aber wenn ich nicht zufrieden bin, mache ich das lieber von vorne, aber ihr könnt euch das gerne nochmal in einer besseren Qualität angucken, denn ich nehme jetzt das Ganze anders auf. Für die Leute, die es geguckt haben, werde ich jetzt hier nur eben kurz hier noch Sachen untersuchen. Und das andere werden wir schnell machen. Aber ich werde dann Doppelparts rausbringen, so dass dann halt die Leute, die schon den Start schon gesehen haben in der schlechteren Qualität, dann auch natürlich die Story fortsetzen. Das wäre ein bisschen doof. So. Die beiden schlafen. Hier ist mein Zimmer. Wie gesagt, ein paar Sachen kennen wir ja schon. So, 110 Gold. Und ein Lederhut. Ja, ich glaube, das war's. Wir könnten jetzt noch mit einem Priester reden. Machen wir eben ganz kurz. Ja, beim Laufen zum Beispiel, ich habe zum Beispiel mit einem anderen Programm dann mit den Videoplayer VLC habe ich das abspielen und das nochmal aufgenommen und das hat dann diese Ruckler verursacht, was ich zum Kotzen fand. Also, weil der VLC-Player wohl immer dann halt die Ruckler eingebaut hat und ich war nicht dabei, denn ich habe mich dann zum Nachbar begeben, weil dauert ja, bis das alles durchgelaufen ist. Was schreibst du noch um die Uhrzeit noch draußen, mein Kind? Du hast doch wohl nicht vergessen, wo dein Zuhause ist, oder? Westlich der Kirche. Du kannst es nicht verfehlen. Also ab mit dir. Deine arme Mutter macht sich bestimmt schon Sorgen um dich. Hallo, mein Lieber Dennis. Du bist bestimmt hierher, um mich zu fragen, was jenseits des Meeres liegt, Neugier ist die Tugend der Jugend. Als ich in deinem Alter war, ging es mir genauso. Ich habe mich auch oft gefragt, was da draußen wohl noch alles zu entdecken gibt. Ich war geradezu besessen von diesen Gedanken, um ganz ehrlich zu sein. Also entschloss ich mich eines Tages, es selbst herauszufinden und paddelte mit einem kleinen Boot in Richtung Horizont. Und weißt du, was ich fand? Nichts. Absolut gar nichts. Und das, obwohl ich ruderte und ruderte, bis ich Schwielen an den Händen hatte. Nur Wasser und noch mehr Wasser. Dies ist die einzige Insel auf der gesamten weiten Welt. Lass es dir gesagt sein, es gibt nur dieses Dorf und dieses Schloss mehr nicht. Sicher, einen kann deshalb bisweilen schon Gefühl der Einsamkeit bekommen. Aber die Dinge sind nun mal so, wie sie sind. Und habe ich damit deiner Träumerei ein Ende bereitet? Nein? Naja, du wirst bestimmt bald sehen und herausfinden, wie wahr meine Worte sind. Aber sag bitte nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Gut, aber du solltest dich jetzt wirklich besser und Heimweg machen. Morgen schließe ich
Tag des Fischerfestes. Unser bestes Fischerboot wird beim Tagesanbruch auslaufen. Das willst du doch nicht, das willst du doch bestimmt nicht verpassen, oder? Nee, das wollen wir nicht verpassen. Nochmal die mit Miau reden hier. Mit der Katze. Ansonsten konnte ich jetzt hier nirgendwo mehr rein. War ich jetzt hier hinten schon? Ich glaube schon. Miau, miau. Also, auf geht's. In unser Häuschen. Und wir gehen jetzt eine Runde schlafen. Bevor wir sagen aber noch unserer Mama gute Nacht. Und zwar der lieben guten Doris. Das ist Dennis' Mutter. Hm? Dennis? Bist du das? Höchste Zeit fürs Bett, Bett, junger Mann. Komm, die Leiter hoch mit dir. Du musst morgen in aller Früh aufstehen. Und hier ist Achonis, unser Papa. Gut, dann gehen wir jetzt schlafen. Ja. Ich glaube, ich sollte es gleich nochmal weiter runtersetzen. Um eins. Dennis, raus aus den Federn. Komm schon. Du kannst nicht ewig im Bett bleiben. Heute ist der Tag des... wichtigste Tag des Jahres in Butzbüttel. Der Tag des Fischerfestes. Mein Vater ist schon los, um sich mit Bürgermeister Wittling und Pier zu treffen. Und du kommst jetzt auch aus der Koje und machst dich fertig, junger Mann. Hopp, hopp. Oh ja, das ist wirklich laut. Hat sich die Einstellung zurückgesetzt? Vielleicht muss ich das sogar so machen. Ich weiß ja nicht, ich muss das wirklich testen. Nach der ersten Aufnahme, dann will ich mal gucken. Oder, Leute, ich mache mal einen kurzen Schnitt. Und höre mir das Ganze jetzt. Ich mache kurz mal einen Soundcheck-Test. Also, bis gleich. Okay, jetzt habe ich die Soundeinstellung gemacht und ja, also ich muss es schon drastisch niedrig halten, denn in diesem Städtchen ist die Musik doch ein wenig sehr, sehr, sehr laut, aber nichtsdestotrotz müssen wir mal gucken, ob wir jetzt die Einstellung lassen und ja, machen wir es am besten weiter. Bist du bereit? Weißt du, es würde dem Sohn eines Fischers nicht gut zu Gesicht stehen, wenn er schlafen würde. Er verschlafen würde. Du musst sofort los zum Pier, dann Fanta braucht deine Hilfe. Okay, wir sind auf dem Weg. Oh, einen Moment. Bring das bitte deinem Vater, ja? Und das hier. Du weißt ja, wie sehr er Sardellen mag. Und jetzt ab mit dir. Nimm das Sandwich mit zum Schiff und sorg dafür, dass dein Vater es bekommt. So, wir bekommen das Sardellen-Sandwich. Alles klar. Wir werden jetzt aber eben noch mal mit anderen Leuten machen. Das Einzige, was ich jetzt nicht machen werde, ist, mit ihm jetzt hier zu handeln. Ihr könnt es euch gerne nochmal durchlesen. Natürlich, Fische sind einfach die größten. Wollen wir jetzt nicht nochmal alles vorlesen. Ja, sind echte Helden. Da hätte ich lieber einen heiraten sollen, okay. So, jetzt redet auch sogar der Priester nochmal was anderes. Ich kann aktuell noch nicht bei ihm speichern. Captain Achonis. Und da haben wir erfahren, dass unser Vater nämlich der Captain dieses Schiffes ist. Wo wir gleich drauf gehen und ja. Großvater.
So, das ist die Mutter von unser Maribel und sie ist die Tochter von dem Bürgermeister. Und das ist natürlich Frau Wittling. Ach, du bist es, Dennis. Einen wunderschönen Morgen wünsche ich dir, junger Mann. Du wirst heute deinen Vater zur Hand gehen, nehme ich an. Sehr lebenswert. Wenn doch meine eigene Tochter bloß auch so nützlich, sich so, ne, auch so nützlich machen würde. Aber nein. Sie hat sich noch vor dem Frühstück aus dem Staub gemacht und seitdem nicht mehr blicken lassen. Ganz ehrlich, meine Maribel bringt mich noch in den Verstand. Was am Hölle könnte sie noch stecken? Gut, ich weiß es natürlich schon. Aber das werden wir aber trotzdem für die, die es natürlich auch nicht kennen, herausfinden. Oder euch dann zeigen. Wie gesagt, ein paar Sachen kenne ich hier, weil ich ja schon aufgenommen habe. So, Maribel ist nicht zu Hause. Das haben wir auch schon gerade von der Mutter erfahren. Und Goldmünzen. Dann gehen wir nach oben. Und gucken, dass wir hier die Sachen rausholen. Und ich habe hier immer so gesagt, ich finde das eigentlich nicht so schön, wenn das hier mitten im Raum ist. Aber muss jeder für sich selber denken. So, ein Haarband. Das scheint wohl das von Maribel das Zimmer zu sein. Und ansonsten war, glaube ich, hier jetzt nichts Großartiges. Oder? Doch, warte mal, hier müsste noch eine Truhe gewesen sein, die aber verschlossen ist. Ja, genau, die ist verschlossen. Dazu brauchen wir jetzt einen Schlüssel. Und den haben wir bereits noch nicht am Anfang. Den müssen wir erst freispielen. Oder erst finden. So, dann können wir hier nochmal klauen. Zack. Das Einzige, was ich nicht vermeiden kann, sind diese Mini-Sound-Lags. Dafür kann ich nichts. Das ist von diesem 3DS-Programm. Ich wollte eigentlich wechseln, aber es funktioniert nicht. Es gibt noch ein anderes 3DS-Programm, aber es funktioniert einfach nicht. Es ist nicht irgendwie kompatibel mit der Capture-Card. Warum auch immer. Ich kann es kaum erwarten zu sehen. Oder ich... Wenn er irgendwie was weiß, der kann es mir gerne in den Kommentaren reinschreiben. Setzen wir schöne Fische. Okay. Ja, ich helfe meinem Vater. Und ihr Sohn steht auch da und hilft mit. Ich glaube, das war's jetzt. Gut, dann gehen wir zum Pier. Der ist halt recht hier unten. So, er hat eine Erkältung eingefangen. Und hier gibt es auch noch ein Feature, denn man kann die Kamera drehen. Und die brauchen wir gleich sogar noch. Ich respekte dann meine Ochonis, aber ich verstehe nicht, warum wir nicht einfach zu den üblichen Fischgründen segeln. Wenn das Meer mir etwas sagt, höre ich zu. Ich habe Strömungen der Zeiten studiert. Und wir müssen unsere Netze dieses Jahr an einer anderen Stelle auswerfen. Ein Fischer muss den Fischen folgen, um erfolgreich zu sein. Wohin sie ziehen, ziehen auch wir. Ende der Diskussion. Ich sage ja nicht, dass du nicht weißt, was du tust, aber... Oha! Dennis, da bist du ja. Hier, um deinen Vater zu anzugehen, nehme ich an, Du hast ja ganz schön Zeit gelassen, mein Freund. Nun denn, bist du bereit, zur Abwechslung mal etwas Nützliches zu tun? Aber halt, eins nach dem anderen. Bitte sag mir, dass du eins von Mamas Adelen-Sandwich mitgebracht hast. Ich sterbe vor Hunger. Ja, Papi, hab ich. Ich krieg so ein ekelhaftes Adelen-Sandwich. Adelen ist nicht so beliebt. Yum, lecker. Es geht nichts über Sardellen am Morgen.
Ich kann nicht in sichern, ohne welche Magen zu haben. Jetzt hör schon auf, mich anzustarren, zu Junge. Du verdirbst mir ja noch den Wellengenuss. Geh und schrubb das Deck oder so. Okay. Wir reden jetzt mal mit den Einzelnen hier, aber ihr könnt es euch gerne selbst durchlesen. Es gibt die wunderschöne Funktion, Pause zu drücken. Das habe ich ja schon gemacht.